Jo, ich hab's gerade gesehen. So, Hipfels ist auch da. No Moin, going back. Hipfels. Hallo. Hallo. So, Hi. ich werde das jetzt. Decisionia Camasre. Danke für den Follow. Halleluja, was ist das denn für ein komplizierter Name? Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ja. Wollen wir mal schauen, was wir hier machen. Ich guck das ganze Game jetzt mal über meinen eigenen Stream selber, also über das, was ich direkt aufnehme, also nicht über Twitch, weil es dann einfach besser ist. Danke, Gin99, für dein Follow. Und moin, Yukayo. Ja, deswegen werde ich jetzt auch nicht mit der Maus so hin und her moven, weil, ja. Ich denke mal so, die Regie, voll versprochen, die Regiekamera Mann. macht das Oh, für, Top Lane, macht der das schon erste sehr gut. kam. Und, Genau, oh. der Kha'Zix gewinnt gegen den Yasuo. Das war ein schön Halleluja. gemacht. Joa, auf jeden Fall, ne? Ja, wie man So. gesagt hat, am Anfang, Kha'Zix ist natürlich stärker als Yasuo. Ja, ist auf jeden Fall so. Ja, so muss es halt mit E-Plays regeln. Wir sind jetzt Geht erstmal nicht mehr, froh, kann dass nichts machen. alle heile zurückgekommen sind. Ja. Mittlerweile steht's 0-2. Die Andi, wir hatten schön, sehr schönen Poke. Ja, Mir fehlen nur die Wörter. natürlich. Gegen Ja, na, Fizz. das ist Sollte auch klar, weil eigentlich die Lane Nivia gehören. ist nun mal noch den Vorteil, dass er Ranged Champion ist. Wie bitte? Nivia ist noch Ranged Champion am Anfang. Und da hat sie noch Ja, so den ist es. Vorteil. Er Och, da braucht kommt die den Polizei braucht hier so. mein Stream da. Doch schon wieder. Ich hasse diesen Sound. Saibinger. Kommt rein, geht raus. Halleluja, was ist da los? Ich glaube, ich muss mal ein Passwort vom TS hier machen. Ja. Ja, auf jeden Fall wollen wir mal schauen hier, was sich hier jetzt ergibt. So ganz unkonzentriert gerade. Der Fizz will auf die Anivia engagen. Die Anivia gibt ihm ein paar Auto-Attacks und eine E zurück. Hat Ja. einen guten Trade gemacht dagegen. Ja, da kommt Oh, der Aatrox auf Aatrox die gankt Top Top. Lane. Ja, oh ja, na, das wird Ja, ja so nicht schaffen. das Das war das klar. hatte ja so nicht mehr auf dem Kicker. In-game Sound Ne. bitte. Oh, Botlane. Aber warum Na? geht der Tox diesen Weg? Ja, Wollen wir Wayne, kurz das wird schauen. es wird für dich das Ende sein und ja. Das war zu In-game weit. Sound. Das war zu weit. Da ist der Tower. Gewesen. Du Und musst, Aatrox, das war ein schöner den muss ich ja selber hier Backtrash-Move. einstellen. Oh, So, Audio. Aatrox. Midlane, oh, sehr Standard schön, Einstellung. Anivia. Hat ihr E hochgeskillt. Habt. War sehr gut. Und go. Und jetzt muss ich ihn noch separat einstellen. Musst du sogar alles einstellen hier. Ja, es ist. Hast du denn überhaupt den Kill von Anivia wenigstens mitbekommen? Ja, das habe ich alles mitbekommen. Na, dann ist es doch wenigstens gut. Hast du ein Aber bisschen gesehen? ich sag mal so, wir sind ja zwei, das heißt, wir können das ja so ein bisschen zu zweit verfolgen. So. Da ist Sound, also irgendwie Digital Audio. Zeigt er mir den Lost Sound nicht ein? An, ich weiß das nicht. Okay. Irgendwie ganz komisch gerade. Ich gehe da mal wieder auf den anderen CS zocken und so. Jo, Hipfels, viel Spaß dir. Ja, danke euch auch noch dann. Jo, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Moin, 10 Hallo. Sek. Jo. Aber die Botlane von Ich kann's BMG, auch die nimmt den das Namen. Spiel ziemlich 10 hart. Sekunden. Ne. In-game Sound. Also. Aatrox macht wieder zu Top Lane. Mal gucken, ob Yasuo Ich krieg das draus gar nicht gelernt hin hat. hier, weil es kommt einfach. Es ist nicht in der Soundliste aufgelistet. Es buggt öfters mal rum, das ist halt Riot. So ist das. So, Na. wenn wir mal das nächste Game. Denk mal die In-game Top Sounds an, die Lane, ganze oh, Welt Digga. Yasuo, Ja, ja, der Yasuo wird ein bisschen auseinandergefetzt. Das ist ja. halt. Ja, Ja. der Aatrox war. Yasuo, Gut, der Aatrox war ja. jetzt aber auch dreimal. Da, zwei oder dreimal oben.
Habe ich jetzt ja, nicht ganz mitbekommen. Also 2x30, 3x30. Ja, aber so ohne Vision da zu stehen permanent ist nicht gut. Richtig, besonders als Leute, so, dass man, kein, ja, das, wenn man keinen Flash hat. Engaged, sag nicht so. Von dem Fizz, der Fizz. Ja, ja Fizz wusste, dass in, ja, Fizz wusste, dass er im letzten Fight ihr Ei rausgerückt hatte, deswegen, sonst wäre nie wieder locker davon gekommen. Oh. Ja, so ist das halt manchmal, ne? Ja, kann man nicht aber, ändern. Na, ich hoffe, dass Jodio sich verbessert, weil, wie gesagt, Atrox war zweimal auf der Top-Lane und dann wieder ohne Vision reinzugehen, ist, das war einfach. Ja. Unbedacht. Team ja, DMG sollte sich jetzt bemühen, auf der Botlane Plays zu machen mit dem TP. Damit sie ja so zurück ins Spiel kriegen. Mhm. Ja, muss man halt jetzt erstmal schauen, dass, ja, das ganze Game wieder anfängt zu laufen. Halt 3 DCs am Anfang gehabt, dann auch noch das First Blood durch eine Dummheit von Vayne, dass sie einfach gefacetagt hat. Diese Ulti von Gragas war gerade sowas von useless. Er hätte noch ein ganzes Stück warten sollen. Da macht ja, er. Ja, aber Flash ist raus. Flash. Ja, der Flash ist schon raus. Dafür hat Midlane und Botlane Farm verloren. Es war komplett useless gerade. Ja, Fizz ist aber auch mit reingegangen, deswegen war es von Midlane nicht ganz so schlimm. Fizz auch hinterhergegangen ist. Aber auch Farm verloren. Ja, aber die hätte die Midlane mit mehr haben können. Also da muss man mal so überlegen. Ja. Mal abgesehen. Also so, Fizz wird jetzt Blue bekommen. Genau. Ja. So, Yasuo ist wieder auf der Top-Lane. Ja, ist jetzt 2 Level behind. Ja, so ist das manchmal. Kann man nichts machen. Ich habe ja gesagt, der K6 ist sehr stark. Ja, natürlich, der wird, ne? Der wird das jetzt auch alles ausnutzen. Also, der steht 1-0-3. Der ist an 4 Kills beteiligt. Also, mittlerweile sollte er wirklich richtig Aua machen. Der Newcomer überraschend. So, da haben sie beide gegenseitig Pinkwards auf der Top-Lane. Okay. Auch relativ lustig. Punken, wer schreibt mich denn hier schon wieder an? Halleluja, Halleluja. So, da ist es. Ja, wollen wir mal schauen, wie sich das ganze Game verläuft, ne? Mhm, bisher ist es eher so für das Gegnerteam. Wayne ist auch im Early Game jetzt nicht so stark, aber ich will auch damit nicht sagen, dass Corki da schwach ist im Late Game. Der ist auch mega strong, wenn man ihn richtig spielt. Richtig, ja, kommt drauf an, wie das Positioning ist am Ende jetzt, ne? Ja, richtig. Hast du eigentlich schon gehört, dass Soraka jetzt gereworked wurde? Achso, aber Top Lane in Fight. Ja, so ist reingegangen. Hat ihn fast bekommen, aber der K6 ist einfach mit seiner Ult schnell weggekommen. Aber das ist schon mal gut. Ja, so ist noch nicht ganz abgeschrieben. Vom Damage her ist. Genau. Vom Damage her ist er nach vorne. Oh, eine Ulti von Gorgos und jetzt gehen sie rein. Na, das und war. Und 2 Flashes out. Vollkommen useless. Da kommt ja halt Aatrox aus dem Drangel gesprungen. Mal sehen, was sie da machen können. Der Aatrox hat seine Passive out. Wenn der Gragas jetzt was Schönes macht, ein schönes Fass. Oh, ja, so, das war eine gute Kuh. Und noch eine Kuh. Zündet, viel zu spät gezündet. Der K6 hat einfach mehr Damage. Er hat gewartet hinten, dass er nochmal helfen kann. Genauso wie der Gragas. Der Gragas ist nicht. Sind ja, der Krog mal reingegangen. Nee, hätte er ja, nee, der hatte seine Kuh schon platziert, da hätte er einfach bloß seine Kuh explodieren lassen sollen, ja, und dann wäre Aatrox gestorben. Das war. Also war es nicht sinnvoll reingegangen, ne? Ja, das Timing war noch nicht. Ja, ist ja ganz alles perfekt. Aber wir sind ja alles nur Menschen, ne? Wir sind ja keine Roboter, selbst Roboter sind nicht perfekt. Richtig. Außerdem wird das ja bestimmt hier das erste Spiel des Abends sein vom Team und ja, da wird er erstmal wieder allein gespielt. Wie bitte? Das jetzt erst, kommt das überraschend der Nuke. Not Draven. Draven. So, Fang. Oh, ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt, ne? Also. Ja, das mag ich. Ja, heute den ganzen Tag unterwegs gewesen, davon mal abgesehen, ne? Ja. So ist das. Den ganzen Tag warst du nicht unterwegs. Halben Tag. So. Lass mich in Ruhe. Ja. So, jetzt wird Drake, ja, den haben sie sicher. Genau, guck mal, da haben wir schon mal den Drake für uns. Sollte jetzt eigentlich schon mal eine gute Hilfe sein, vor allem für den Yasuo auf der Top-Lane, dass er
den K6 noch ein bisschen Out Damage. Der K6 ist mittlerweile ja. Bisschen ja. Sehr strong. Da macht. Da wartet jetzt alles komplett aus. Ja, jetzt wartet er auch. Da kam der K6 um die Ecke gesprungen. Gibt einen guten Poke an den Yasuran. Da kommt der Gragas. Campt einfach und der Aatrox versucht ihn. Ja, der Gragas nutzt seine Ulti, um wegzukommen. Ja, Bot Tower fällt jetzt auch. Genau, der Bot Tower fällt. Na kommt, macht den letzten Hit. Nein, den letzten Hit machen wir nicht. Erst noch vorher den ganzen Baum. Ja, naja, gut. Das ist jetzt noch nicht ganz, so schlimm, da könnte es etwas besser formen, Bot Lane, aber... Oh, da hat der Yasu noch mal ganz knapp überlebt, aber ich glaube, der K6 springt noch mal hinterher. Ich weiß das nicht. Nein, tut er nicht. Nee. Okay. So, Bane hat aber langsam auch einen guten Poke, also mit einem Dreifachschuss, der Hälfte. Jetzt könnte was kommen. Ja, und noch den Speed drauf von Lulu, das war sehr gut. Jetzt ist es gut. Sehr nice gemacht. Da hat die Lulu einfach einen guten Damage gemacht. So, da kommt der Trash zu dem Fizz. Der Fizz hat seine Ulti raus. Die Anivia. Ich weiß nicht, ob den Eck hat. Ich sehe das gerade nicht. Aber ich glaube. Anivia hat ihr Eck. Ja, hat sie. Ja, hat sie. Habe ich gerade nicht gesehen. Da kommt. Jetzt ist es raus. Die Lulu soll Lulu? Sich safe machen. Sehr schön gemacht. Und jetzt noch die Ulti. Genau. Richtig sehr schön gemacht. Cool. Ein großer Vogel, der einfach mal schön Aura macht. Da hat die Lulu auch jetzt noch kommt die Aatrox. Das ist Trash scheiße. Gekillt. Der Aatrox, genau. Aber das sollte gar kein Problem sein. Ja, Anivia hatte nicht genug Mana, aber der Aatrox wollte nicht reingehen. Ja. Da holt er so den Kill auf der Top-Lane. Schön. Macht seine Ulti. Trotzdem kriegt Gragas den Kill. Eigentlich sehr schade, aber so ja, ist er manchmal. Hauptsache tot, ne? Damit er wieder ins Game reinkommt. Assist bringt ja auch Gold. Davon mal abgesehen. Und der Tower fällt ja auch noch dazu. Genau, der Tower fällt auch. Also, langsam holen sie. Ja, jetzt haben sie bloß noch knapp 1000 Gold Rückstand. Also, jetzt ja, ich meine, das erste Game, was ich jetzt gesehen habe von dem, da hatten sie 15.000 Gold Vorstand. Ja, das kommt eben immer drauf an. Ne? Wie also, gesagt, sie haben sich ja ein sehr Late-Game-lastiges Team ausgesucht. Und ja, also Goldvorsprung. Sehr krass im Late-Game. Ja, deswegen einen Goldvorsprung am Anfang zu erwarten, wäre viel verdammt. Ich finde ja auch so, Lulu ist kein Support mehr. Das ist schon, keine Ahnung, so ein Abfuck. Midlaner oder Toplaner, das ist ja. Du kannst eine Lulu einfach nicht ganken. Die gibt die du gehst rein da. Moin Deskan 227. Du gehst rein. Ja, machst einfach das Eichhörnchen, wenn der Jungler kommt. Wenn das nicht reicht, machst du hast immer deinen Speed, den gibst du natürlich auch gleichzeitig. Und zum Schluss, wenn das alles nicht reicht und die sich vor dem Tower noch packen wollen, dann machst du deine Ulti. Und dann sagst du denen, schön dich gekannt zu haben. Alavidachi. Aber das vergessen manche Lulu-Spieler eben immer das Eichhörnchen, die machen eben dann bloß den Speed auf sich selber und das ist dann meistens der fatale Fehler. Ich meine, es kommt immer darauf an, was du jetzt für einen Gegner hast. Ja, natürlich, aber für die meisten Champions, da ist das Eichhörnchen schon ganz wichtig, dass du das oder dass du ready hast. Sehr schöne Ult von Gragas, sehr schöne Ult von Gragas, hat er schön den Trash zurückgehauen. Jo, da wollen wir jetzt mal schauen, der Fizz verteidigt jetzt die Midlane, ich weiß nicht, gibt er den Tower auf oder nicht. Sie könnten ihn auf jeden Fall Tower diven, da kommt aber der Aatrox. Und der K6 auch. Der K6 von oben. Jetzt. Da hauen sie richtig rein. Ja, die Anivia ist tot. Da kommt noch die Wayne von unten und versucht den K6 zu killen. Mach doch den Power. Sie geht auf
Ah, Halleluja. Hast du das Oh, gerade K6. Ja. gesehen? Sie ist auf den Ja. Arthrax gegeben, der sowieso eine Passive hat. Ach, herrje, warum? So, Fist ist jetzt noch tot. Ja, und Genau, Yasuo der kommen jetzt Yasuo noch. snackt Ah, jetzt na, alles jetzt ab. sind's drei. Schön auf Aatrox. Engaged, damit. Okay, ein 3 versus 4 Trade. Ha, Halleluja. Eindeutig der falsche Fokus gewesen. Also sie hätte nicht Tower-Diven sollen, finde ich jetzt so Nein. persönlich. Nein, Beide ja, Teams das hätten es haut besser er. spielen können. Ja. Ja. K6 hätte Aber den wie Aatrox gesagt, das ist das erste Game viel am früher Morgen. helfen können. Wird dann bestimmt. Ja, erste Game in der Preseason, na, so ist das halt Ja. manchmal. Wollen wir mal schauen. Ja. Wenn sich das blaue Team noch ein bisschen so halten kann, gewinnen die das. Moin Ja. Kick-Ass4K. Alles klar, man hier. So, ja, wenn ich das so halten kann, dann paar Stars. So, und jetzt machen sie sich wieder auf zum Drake und die Gegner haben wieder nicht wartet. Ja, also, ich find auch so, das rote Team hat meines Erachtens viel zu wenig Wards auf der Map. Ich Ja. meine, das Blaue hat ja schon wenig Wards. Aber wenn ich mal sehe, wie das beim roten Team ist, das ist ja Oh ja, so sehr schön sehr gemacht. wenig. Also gerade ich glaube gar kein Ward im Moment, ne? So. Nein, das rote Team im Moment nicht. Sie haben jetzt zwar im unteren Jungle den Wolf-Buff, den es schon gibt. Oh, Oha, da Yasuo. wird er ja so vom. Ja, aber da kommt auch ein Kill. Und reicht's? Nein. Ah, doch, das reicht jetzt. Also, sollte eigentlich kriegen. Nein. Er hat seine Q ein bisschen gefailt. Oh, die Flashes. Schöner Outplay. Okay, und da hat er noch Anivia seine hat Passive. geeckt. Da überlebt sie. Ein Nivea, ne? Nicht Anivia, jetzt ist es eine Ein-Nivea. Nein. Ist auch so ein Ei. Nein, das steht da wirklich, wenn sie Ja, während ey. ihrer Pässe was schreibt, da steht denn Ein-Nivea, nicht Anivea. Ja, das ist aber Anivia, mein Gott, das ist, weißt du, netter Mensch. So, Botlane, oh, das kommt jetzt auch noch Botlane. Jo, der Fürst kommt auf die Botlane. Die Und Rain gerade K6 ist richtig auch schön in unterwegs. Action. Die Rain hat einen richtig schönen Damage. Holt sich mit dem Yasuo und der Lulu 2 Kills. Jetzt kommt der K6 und will auf die Rain engagen. Die Lulu sehr schön. Sehr schön, ja, Das das. Eichhörnchen gemacht. So, da wollen wir mal schauen. Da könnten sie. Genau, der Gragas holt jetzt auch noch den K6. Der Fist, der Ja. läuft in den Tower. Halleluja. Die Wayne Ja. hatten sehr, sehr schön Damage. Das ist gerade richtig geiles Teamplay von Team Blau gewesen. Sie haben jetzt Ja. auch noch den unteren ersten Botlane Tower bekommen. In der Ja. 20. Minute, ein bisschen spät, aber sie haben ihn bekommen. Das ist ja eigentlich das Einzige, was man braucht. Den Und zweiten jetzt sollten einen sie auch noch zweiten. locker Ja, bekommen. natürlich, ohne Sehr Probleme. schön, richtig schön. Mittlerweile hat das Team Rot 2 Wards. Einmal hier unten auf dem River. Und Ja. dann oben mitten auf der Lane, auf der Top Lane. Ich verstehe das nicht. Die haben. Es ist, glaube ich, schon das dritte oder vierte Ward, was ich jetzt auch auf der Top Lane sehe, ne? Ja, der einen Bord hatte K6 vorhin während des Kampfes gesetzt gehabt, für Teleport. Okay. Nein, aber vorhin auch schon in der Midlane gewesen, oder? Ja, aber der Bord war von dem Kampf von Yasuo, Okay. aber Yasuo hatte ihn ja dann weggeschnitzelt unter den Tower, deswegen war das natürlich. Der K6, der lauert da, der lauert da. Halleluja, was ist das Ja, denn für einer? Und na. er killt den Yasuo unter den Tower. Und die Anivia stirbt auch noch daran. Das war ein schöner Und der Kampf. Tower. Ja, das war gerade richtig geil gemacht vom Team Rot. Da Ja. kann man nichts sagen. So. Obwohl es für 2 schon ganz schön eng. Für Fizz und für K6 sah es eng aus. Hätte der Aber Tower noch jetzt mehrmals. was ich jetzt vergessen habe, ne? Das tut mir auch gerade so ein bisschen leid, habe ich so ein schlechtes Gewissen, deswegen werde ich das jetzt nochmal machen. Man kann ja wetten, welches Team gewinnt, ne? Also ich Ach finde so, so. beide Seiten sind noch recht relativ offen, ne? Also wer gewinnen könnte, Ja, ne? sehr schöne Ulti von Gragas. Auf So. Max Range, aber hat Team noch Rocket schon gerammt. wieder ihren gerade erkämpften Vorsprung. Ihr könnt jetzt wetten, welches Team gewinnt. Ja. So, hier einmal einfach Ausrufezeichen Bet, denn die ID für Team Blau
die 1 für Team Rot, die 0 und dann einfach wie viele Free Hugs ihr sammeln setzen wollt. Jo. Viel Erfolg, ne? Ja. Jetzt merkt man aber langsam, ist es die 22. Minute, Midgame ist voll am Laufen. Jo, das ist jetzt am Team Blau. Die Vayne ist komplett drin, ne? Also Team Blau jetzt langsam ihren Champion-Bonus bekommen. Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile macht eindeutig der Yasu und die Vayne richtig schön Damage. Tja. Was mich aber gewundert hat, Fizz war aber erst ab Midgame richtig roam und das scheint jetzt zum Nachteil zu kommen, weil er hat noch nicht viele Kills. Okay, aber jetzt hat er gerade in der Midlane ein Double Kill bekommen. Was ihm natürlich jetzt ein bisschen was nochmal geholfen hat, ne? Also davon mal abgesehen gerade. Da kommt aber der Yasu, er will den K6 killen. Was er aber nicht schafft, gerade eben kommen die drei weg. Der Gragas ruft den Fizz. Oh, Gragas, schöne Ulti und Anivia und auch noch fresh. Fizz. Die Anivia Ult habe ich nicht gesehen. Oh, Gragas, du setzt da weg. Die Anivia sollte ihn einfach mal versuchen, nochmal zu safen. War ihm jetzt aber auch zu Verhängnis. Was ich mich allerdings frage, ob man auf dem Eck teleporten kann. Nein, kannst du, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube nein, nicht mehr. Das ist als eigener Champion zählen. Ja. Ah, ja, stimmt. Ein Nivea. Ja, das ging eine Weile lang, ging es. Oh. Das wäre ja weil es damals nicht angepasst wurde. Wie bitte? Weil es damals nicht angepasst wurde sofort. Ja. Aber okay. Jetzt mittlerweile ist es schon lange gefixt. Ja. Schade. Das war Season 3, glaube ich, Ende Season 3. Das ist ja genauso wie von Zack auf die Plops, kannst du dich ja teleporten. Ja, weil die Plops sind selbst nicht als Monster, Champions Minions. Ja, ich weiß, die ganze Smiten, ich fühle mich dann voll minder bewertet. Ja, denke man, jetzt kann man sogar Champions smiten, also jetzt kann man sich nicht mehr minder bewerten. Oh, da hat er ja so gerade noch den Fizz bekommen. Der Gragas ist leider kein Assist mehr bekommen, aber der Yasu ist trotz all dem noch gestorben. Ja, Yasu ist schon 9-mal. Wie bitte? 9-mal ist er schon gestorben. Ja, das ist so ein bisschen der Fehler. Da wird er noch ein bisschen gefokust wegen seinen wenigen Leben, auf er hat. Ja, so ist es, aber mittlerweile müsste Yasu eigentlich mega strong sein. Durch den neuen Mastery sollte er eigentlich richtig Aua machen. Ja. Oh, also jetzt die Dragon-Kontrolle machen so richtig gut. Wie bitte? Die Dragon-Kontrolle hat Team Blau richtig gut gemacht. Ja, jetzt ist das erste Mal aufgetreten, dass Team Rot mal wenigstens gewartet hatte. Genau. Der Aatrox hat versucht zu contesten. Mit einem kleinen Poke versucht, der aber nicht viel genützt hat. Jetzt kommt es gerade zu Oh, die Vayne, die war jetzt. Jetzt war die Vayne ein bisschen nicht. Die war zu weit drin. Ja. Aber der Teamfight konnte trotzdem gut verlaufen durch den Yasu. Ja. Der killt, der holt jetzt alles ab. Oh, Halleluja, da holt er die ganzen Kills. Alter Schwede, sehr guter Teamfight gerade gewesen. Zwar so ein bisschen Fail von der Vayne, aber. Oh, Yasu. Halleluja, was war das denn? Der hat nicht mal Ignite raus. Das wird lachend, Wunde, Mastery. Ach ja, stimmt. Das ist ja assi. Ja. Oh. So, oh, Baron. Na, ja, das war jetzt ganz schlechte Idee. Für den wenigen Leben. Halt's Maul, Jin. Jin, Anivia mag dich nicht. So, machen wir denn jetzt? Ich muss auch sagen, Anivia macht ein äußerst schlechtes Spielchen. Mogel. Muss man ja mal hervorheben. Ah, alles gut, ne? Poken. Ja. Wer schreibt denn hier? Meine Güte. 52 Facebook. Ach. Lol. Ist Ambas das mit? Ambas. LOL.
Der Jungler schreibt einfach mal mitten im Game, ist auf Facebook drauf, schickt gerade Links im TS. Auch nicht schlecht. Naja, wenn man Zeit dazu hat. Ja, wenn man Zeit dazu hat. Ich meine, ein Tod, also Zeit sollte er dazu nicht haben, ne? Und jetzt versucht das Team Rot, den Dragon natürlich, den Baron. Na, Lulu war aber unser Näher. Hat natürlich ein Ward drin gehabt. Jetzt kommt das ganze Team Blau hin. Der Baron ist fast tot. Nur noch 4000 HP. Ja, so eine sehr schöne Ult. Sehr schön. Denn die Lulu kriegt den Kill. Und der K6 versucht den Baron zu stehlen. Stirbt daran auch. Halleluja, richtig schön gerade gewesen. Und der Gragas flasht. Fällt ein bisschen. Der Fisch fällt seine Ulti. Die Wayne kann so mit easy dodgen. Der Gragas, ein sehr schöner Ult, hat den Korki kurzzeitig gestunt. Leider reicht es nicht. Die Anivia Q hat leider auch nicht gereicht. Der Gragas wurde jetzt vom Trash gehookt. Was wenig Auswirkungen hat, weil die einfach zu wenig Damage haben, den Gragas zu killen. Der Middle Tower ist gefallen. Der Innet mittlerweile auch. So, jetzt könnten sie eigentlich mindestens ein Turret noch holen. Wenn sie die Wayne ein bisschen peelen, richtig schön gemacht. So, jetzt. Ja. Jetzt glaub, ist sogar der Finish. Ja, ich glaube, jetzt kommt der Finish. Ich weiß es nicht, aber. Ja, es könnte jetzt passieren. Noch einen letzten Teamfight geben. Oder ja, Versuch, der aber letzte Teamfight richtig schön gemacht. Die Wayne, die killt, versucht sie sogar eine Base zu killen. ADC ist einfach so strong. Diese Masteries, die jetzt neu reingekommen sind, mega strong. Für ADCs. Die ADCs wurden jetzt alle reworked. Wo Dwayland reworked, weißt du das? Ja, die Masteries, hör auf mit den scheiß Masteries. Ja, aber Wayne allgemein. So, dann machen wir mal